Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, im Spielwarenladen gab es den neuen Playmobil-Katalog und den wollte ich heute einfach mal mit euch zusammen durchschauen, was es da Spannendes Neues gibt, ob da was Interessantes für uns dabei ist. Auf der ersten Seite haben wir hier gleich die kleinen Special Plus Sets und hier haben wir schon etwas Neues, nämlich hier diese Babytrage. Das wäre doch was für die kleine Mia. Wann kommt denn das raus? Lasst mal schauen. Im Juli erst. Naja, okay. Aber das finde ich wirklich süß. Und hier oben haben wir noch ein Kind mit Inline-Skates. Ja, das andere, das kennt man alles schon ein bisschen so. Ich fokussiere mich jetzt heute hier wirklich auf die Neuheiten. Hier haben wir das Playmobil 1, 2, 3 für die Kinder ab 1,5 Jahren. Da gibt es mittlerweile ein recht großes Sortiment. Ah, schaut mal, das Zoofahrzeug mit Nashorn. Das gibt's doch auch beim normalen Playmobil. Und die zwei Sets, die sind auch süß. Ein Ritter mit einem Geist, der Geist leuchtet. Und hier die Prinzessin mit einem Einhorn. Eisenbahn, verschiedene Fahrzeuge. Und hier drüben wieder ein Wohnhaus. Es gab schon mal ein Wohnhaus, ein ganz ähnliches. Finde ich super, dann können nämlich auch schon die ganz kleinen Familienalltag nachspielen. Ja, hier drüben haben wir dann die Sandspielsachen und hier unten die Playmo Friends Figuren. Hier ist der neue große Bauernhof mit einem Stall, Wärmelampe für die kleinen Ferkel. Ich habe noch einen älteren Bauernhof, der sieht etwas ähnlich aus. Ist einfach jetzt wieder vom Gebäude anders angeordnet. Ein neuer Traktor mit Anhänger. Das kommt alles Anfang März raus. Hier gibt es noch ein Hofladenfahrzeug und ein kleines Wohnhaus. Also viel Platz ist in diesem Häuschen wahrscheinlich nicht. Da steht jetzt Wohn- und Schlafbereich. Aber ich finde es süß gemacht. Ein schönes kleines Häuschen, modern. Und ich denke, von der Größe müsste es wahrscheinlich ganz gut zur kleinen Stadt passen. Ein mobiles Hühnerhaus gibt's auch noch und die Eier können über eine Schublade herausgenommen werden. Das ist doch klasse. Und dann habe ich auch hier nochmal das Bauernhofgebäude für euch in groß. Da kann man alles auch nochmal ein bisschen besser erkennen. Reiterhof. Das gab es schon alles. Das ist nichts Neues. Habt ihr bei uns auch in den Videos schon öfters gesehen. Spirit, das gab es auch schon. Das hatte ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Kann ich euch in der Beschreibung verlinken. Es gibt aber noch weitere neue Spirit-Sets. Die gibt es zu der entsprechenden Fernsehserie. Gibt es Fans dieser Serie unter euch? Ich glaube schon, ja. Es gibt jetzt hier noch weitere Charaktere dieser Serie und auch ein Schulzimmer sowie eine Pferdebox mit Herr Karotte. Außerdem noch einen Reitplatz und dann hier noch einen Stall. Der ist schön gemacht und da gibt es etwas Neues und zwar steht hier Stecker zum Dekorieren. Jetzt habe ich mir das hier nochmal genau angeschaut. Das ist also alles in der Packung drin. Und da gibt es so eine Art Wiese als Dekoration für die Wand. Daran kann man kleine Blümchen, Schmetterlinge und Schleifchen befestigen. Ja, sieht schön aus. Für alle Pferdefans sicherlich interessant. Hier haben wir das Tierhotel Pfötchen. Das gab es alles schon. Neu ist hier die Mitnehmtierklinik. Dort gibt es verschiedene Tiere, Tiergehege und einen Behandlungstisch, auf dem die Ärztin ihre Tierpatienten untersuchen kann. Hier unten die Ostereier, vier verschiedene. Ja. Und auf der anderen Seite seht ihr den neuen Porsche. Es gibt dieses Mal einen Polizei-Porsche. Der sieht natürlich stark aus. Das wäre ein Fahrzeug für unseren Kommissar Overbeck, definitiv. Ah, den gibt es jetzt auch schon Ende Februar. Den Porsche unten kennt ihr, das ist Familie Hausers Auto. So, und was haben wir denn hier?
eine Tankstelle. Das ist super. Es gab nämlich schon lange keine Tankstelle mehr. Und da ist nebenan auch eine Autowerkstatt mit Hebebühne. Und da ist ja mal sowas von viel Zubehör dabei. Da hinten, da sehe ich Werkzeug, ein Schweißgerät, Reifen. Und da gibt es noch Sachen zur Autopflege. Wir können uns das Gebäude gerade noch mal genau anschauen. Man kann hier hinten noch durch eine Tür gehen und kommt dann in einen Verkaufsraum. Hier die Autowerkstatt mit Hebebühne. Ich glaube, das lässt alle jungen Herzen höher schlagen. Außerdem gibt es noch einen neuen Abschleppwagen, eine Kehrmaschine. Hier noch ein Müllfahrzeug. Ja, also das gefällt mir alles richtig gut. Hier haben wir SEK. Das ist nicht neu. Die große Polizei gab es auch schon. Feuerwehr, natürlich immer ein großes Thema. Ist aber jetzt auch nichts Neues. Space kam letztes Jahr raus. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt hauptsächlich die neuen Sachen an. Ghostbusters kennt man ja auch schon. Wobei es da noch etwas Neues gibt, und zwar gibt es hier spezielle Sammlerfiguren. Ich zeige es euch mal gerade noch genauer. Da gibt es eine limitierte Auflage von 12.500 Stück. Und diese Sammlerfigur, die ist 15 cm groß. Das ist was für richtige Fans. Da kostet die Packung 50 Euro. Und es gibt noch diesen Ecto 1A. Der hat einen anderen Dachaufbau. Das wird es also alles ab Mai 2019 geben. So, hier ist wahrscheinlich noch ein Plakat zum Film, der im August rauskommt. Werbung für den Funpark, das überspringen wir jetzt alles. Und hier gibt es die Überraschungstütenfiguren. Das finde ich prinzipiell eine super Sache. Die habe ich eigentlich sehr gern. Da sind immer Figuren drin mit schönen Details und ich kann die immer sehr gut für meine Faschings-, Karneval-, Fasnachtsfolgen verwenden. Das passt da immer sehr gut und da sind jetzt auch wieder nette Figuren dabei. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass da immer Erwachsenenfiguren drin sind. Jetzt gibt es schon 16 Serien und es sind immer Erwachsene. Es wäre doch mal total klasse, wenn das mal Kinderfiguren wären, dass man mal die Kinder verkleiden oder umziehen könnte. Oder wie seht ihr das? Bin ich die Einzige, die das denkt? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Hier sind die Top Agents und die Explorer. Das kam letztes Jahr raus. Hier haben wir jetzt zum Playmobil Movie die Figuren. Wir sind schon sehr gespannt auf den Film. Und hier kann man jetzt schon mal ein bisschen was sehen. Dort sind die einzelnen Charaktere abgebildet. Die wird es wohl hier in einer Figurstüte geben. Das heißt als Überraschungsfigur. Dort ist dann jeweils noch ein Sticker mit drin, den man in ein Sammelalbum einkleben kann. Hier ist ein bisschen die Geschichte des Films beschrieben. Hier gibt es noch interessante Spielsets zum Film. Hier seht ihr zum Beispiel hier in der Mitte den Food Truck. Der sieht auf den ersten Blick, finde ich, gar nicht nach Playmobil aus. Und dann der Porsche, der sieht natürlich auch wirklich heiß aus. Der ist ferngesteuert. Hier haben wir Angriff der Zwerge und Dragon Sets. Hier seht ihr jetzt die neuen Dragons Sets. Da gibt es viele neue Drachen und sogar Babydrachen. Die sehen so süß aus. Schaut die mal an. Können hier einen Fisch in den Mund nehmen. Und es gibt auch noch Kinderfiguren. Dann haben wir hier die Winterwelt. Die gab es schon. Und hier die Adventskalender. Naja, Weihnachten ist ja jetzt noch nicht so lange her. Aber wir schauen uns jetzt das trotzdem mal an, oder? Schadet ja nichts, wenn wir schon mal wissen, was es im nächsten Advent so gibt. Es gibt immer drei, die schon da waren und drei neue. Da haben wir diesen hier.
Das könnte eine ganz neue Spielewelt sein mit Drachen, so wie das aussieht. Kampf um den magischen Stein. Dann haben wir hier Weihnachten im Spielwarengeschäft. Und hier noch auf dem Bauernhof. Hier ein bisschen Western, ein bisschen Pirates. Und die Rettungsfahrzeuge. Und das ist jetzt hier wieder was Neues. Das freundliche Krankenhaus. Das ist cool. Und fällt euch da etwas auf? Das ist das alte Befestigungssystem, so wie das aussieht. Mit dem Aufzug wie bei der Kinderklinik. Die Wände sind vermutlich mit dem alten System. Und das finde ich klasse, denn wenn man die Kinderklinik hat, dann kann man ja die mit der neuen zusammenbauen, oder? Was meint ihr? Das gäbe dann sicherlich ein großes Krankenhaus. Und es gibt einen Rollator und das finde ich klasse, denn schaut mal hier, das ist schon ewig her. Das war bei einem unserer ersten Overbacks 2015 vermutlich. Da habe ich der Frau Hinterwäldler einen Rollator gebastelt. Mit dem rollt sie bis jetzt noch durch Hausach. Was kostet das Set hier? 8 Euro? Ja, ich denke, für 8 Euro werden wir der Frau Hinterwäldler dann einen neuen kaufen. Aber es gibt auch noch andere Sachen zu entdecken hier. Es gibt nämlich noch einen Augenarzt. Einen Augenarzt, das ist natürlich total cool, denn für alle, die das noch nicht irgendwie mitbekommen haben, ich bin ja eigentlich Augenoptikmeisterin, also nicht nur die Frau Hauser ist das, sondern ich bin das auch wirklich. Und das finde ich natürlich total klasse, dass es jetzt hier diesen Augenarzt gibt mit einem Phoropter, um die Sehstärke zu bestimmen. Es gibt einen Autorefraktometer und eine Messbrille. Da könnte jedoch eigentlich Frau Hauser wieder anfangen zu arbeiten. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare, ob Frau Hauser wieder arbeiten soll. Hier seht ihr die Radiologie nochmal in größer. Und dann gibt es hier noch die Physio. Das gefällt mir alles wirklich richtig gut. So, wir gehen weiter hier. Das Thema Camping, sicherlich auch ein beliebtes Thema. Wir haben noch den älteren Campingplatz. Der sieht dem jetzt hier sehr ähnlich. Auch das Wohnmobil. Es gibt wieder ein Zelt mit Campingzubehör. Es gibt eine kleine Minigolfanlage. Das ist sicher witzig. Mit 3 austauschbaren Einsätzen steht hier. Und ein Sportboot mit Funreifen und eine Wassersportschule mit einem Kitesurfer. Und das hier ist auch noch ganz witzig, das Familienfahrrad. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Urlaub. Ferienvilla ist schon älter. Die große Schule kam auch letztes Jahr raus, hatte ich schon vorgestellt. Das Wohnhaus, das kennt ihr natürlich aus unseren Videos. Hier, meine kleine Stadt, hatte ich schon vorgestellt. Das kam im Dezember raus. Wer das Video nicht kennt, Link ist in der Videobeschreibung. Shopping. Und hier haben wir jetzt nochmal ein neues großes Thema. Die magische Welt der Meerjungfrauen. Meine Kinder fanden hier das Baby in dem Muschelwagen am besten. Muschelkinderwagen. Und da kam sofort die Frage auf, hat das Baby auch eine Flosse? Und das Baby hat eine Flosse. Ist das nicht süß? Da seht ihr jetzt auch, dass man die Flossen verstellen kann. Die kann man so hin und her schwenken, dass man die Figuren hinstellen kann. Aber man kann sie auch so nach hinten klappen, als würden sie schwimmen. Das finde ich ganz gut gemacht. Hier ist eine Nachtlichtperlenmuschel. Das ist auch klasse. Und hier, das ist wahrscheinlich das größte Set, Korallenpavillon mit Leuchtkuppel. Das leuchtet dann wohl, wenn eine Perle durchrollt. Es gibt hier wohl auch verschiedene Perlen zum Sammeln. Also alles in allem finde ich das eine sehr schöne Fantasiewelt. Kristallpalast kennen wir.
Und auf der allerletzten Seite, da kommt nochmal ein Knaller, da gibt es nämlich ein neues Wohnhaus. Das ersetzt jetzt das romantische Puppenhaus, das es bisher gab, das rosane, dreistöckig, hier seitlich mit Wendeltreppe und oben eine Dachterrasse. Paul und Alex gibt es hier übrigens immer noch. Und hier seht ihr die einzelnen Zimmer. Babyzimmer und ein Badezimmer. Ein Kindergeburtstag mit Hollywood-Schaukel. Hier seht ihr das Schlafzimmer mit Nähmaschine, die ist sehr schön. Es gibt hier die Familienküche. Hier gefällt mir die Küchenmaschine am besten. Endlich gibt es mal einen Mixer, weil jedes Mal, wenn ich was mit Backen drehe, muss ich mir irgendwie einen Mixer basteln. Und das Wohnzimmer, das hat einen sehr schönen Kamin, finde ich. Der gefällt mir gut. Das Baby sieht auch schön aus und überhaupt, finde ich, sind wieder sehr viele schöne Figuren dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir zusammen den Katalog anzuschauen. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch eine Geschichte schauen wollt, dann könnt ihr hier gleich noch eine auswählen. Bis bald. Tschüss.